am Ende Oh. das Ergebnis. Ja, okay, gut. Also wie ging es dann los? Also praktisch, wie hast du das Ja, zubereitet? also der Punkt Also ist, sieht ja ziemlich gut aus. Also sehr also lecker hier mit so das Salitas. ist Ist so ein einfach. Quicheteig, den habe ich, Miss Tante Wiener oder so, ich weiß nicht, da müsste ich die Packung rausholen. Das mache ich jetzt nicht, aber auf irgendwas mit Tante. Und es war zusammengerollt und das ist so ein Quicheteig, der hat einmal so eine runde Form. Und den habe ich aufs Backblech gegeben mit so einem Backpapier. Und dann habe ich das hier drauf Kannst du mal gegeben. ganz, ganz kurz in die Kamera halten, ganz kurz. Ja, Okay, gut, das das ist ist, es. ja Und genau, das wie ist nennt so sich ein das? von Alna Vitia. Alnavit, kannst du vielleicht Das länger in die Kamera Spinat. auch halten, ganz kurz, damit die, okay, damit man es lesen kann. Alles klar, Alnavit, ja, Spinat. Und das ist so eine bio-indische Soße, soll das sein. Soße, Indien, ein bisschen de pour Chinese. Also das ist Französisch. Chinese ist Chinesisch und Indien ist Indisch, also das ist jetzt auch Französisch, wie gesagt. Und das sind halt solche Sachen wie Kokosmilch drin, Karotten, gelbe Linsen, Zwiebel, Tomaten, Lupinenmehl, Agavensaft, Meersalz, Curry, Kreuzkümmel, Genau. Zitronensaft, Das ist ja nicht übel, genau. Umboxhornknee, Ja. Sonnenblumenöl und aus Und biologischer ja und. Landwirtschaft. Das habe ich aus einer Natura. Und ist reich an Protein. Kann man hier, ist es ein Vorschlag zu Reis auch. Auf jeden Fall der Punkt ist, ich habe diesen Teig aufgerollt. Eine Seite habe ich dann damit bestrichen. Habe noch Knoblauch klein genommen und das hier Genau, reingemischt. ich probiere hier gleich nochmal, dass man es Und eigentlich sehr, sehr dann lecker habe ist. ich einfach das vermengt. Einfach herrlich, ja. Habe die Chirotzu-Teile so aufgebaut, Oh, also sorry. reingetan und dann, Nochmal für ja, die Leute, die nicht wissen, was Chirozo ist. Chirotzu, spanische Paprikawurst mit Speck drin. Ehrlich, und ich habe es gerade probiert. Und Einzigartig. es hat, es ist auch so Chili drin, also es ist richtig scharfe Wurst. Herrlich, Es ja. gibt es auch so als Bratwurst, so Art Bratwurst. Also Ja, es gibt cool, mildere ja. Teile, Ja, herrlich, also ja. die nicht so viel Chili drin hat. Und es gibt es auch mit Speck umrollt. Also diese Versionen gibt es alle. Und ja, ich habe diesen Chirozzo. Dann hatte ich noch so laktosefreien Schärdinger. Mozzarella, den kann ich jetzt nicht zeigen, die Verpackung habe ich jetzt schon Okay, ja. weggeschmissen. Also das ist ein österreichisches, laktosefreies Mozzarella. Ich habe mir erst gedacht, so, schmeckt Also das? vor allem für alle Menschen, die darauf achten müssen auch. Also, Ja, ja. halt ist es für Veganer gut, ist für Leute, die Milch, also die Laktoseintoleranz vor allem haben. Und ich habe das halt so geschnitten, in Würfel geschnitten und dann so Ja, so soll draufgestreut. das Und genau dann habe nämlich, ich ja. die Jalapenos noch in Ringe geschnitten. Ja, herrlich, ja. Habe die Kerne noch drin gelassen und die auch so drüber gestreut. Und dann habe ich das Ganze gewickelt. Backpapier drauf gemacht, vorher noch also erwärmt, in Ofen erwärmt. Genau, in diesem Ofen hier. Genau. Den Ofen hier, genau. Meine Küche habe ich selber designt. Und habe das also gerollt und habe die Rolle in diesen Backofen Das getan. ist ja herrlich, ja. Also 10 bis 5 Minuten dauert das. Und dann muss man halt immer so einstechen und schauen, dass kein Teig mehr da bleibt. Ja, Und richtig, dann ja. ist es in Ordnung. Und so richtig durch ist auch. Und dann kannst du es anschneiden, dem anderen servieren.